Assalamu alaikum wa rahmatullah. Heute mache ich hier mal ein Video einer ganz anderen Art, also etwas, das ich eigentlich so bisher noch nie gemacht habe. Die meisten Videos, die wir hier machen, sind inhaltlich islamisch geprägte Videos oder auch Videos, die irgendwie einen geistigen Inhalt haben. Also entsprechend sinnvoll sind oder zumindest halbwegs sinnvoll sind. Dieses Video wird heute nicht so sein. Das ist meiner Meinung nach ein extrem belangloses und sinnloses Unterfangen. Aber es hat sich ergeben durch ein Gespräch mit jemandem, der mich heute angeschrieben hat, über unsere Hauptseite, mein Arabischkurs, also auf Facebook, die übrigens nicht ich leite, das macht einer der Admins, oder wir haben zwei Admins, wobei er einer aktiv ist. Und es ging darum, diese Person hat mich angeschrieben. Wie gesagt, also das ist total sinnlos und ich weiß nicht, für die meisten wird das überhaupt keinen Nutzen haben, sich das anzuschauen. Also wenn das der Fall ist, einfach abschalten. Es hat mich aber jemand angeschrieben, wie ein Detektiv, und seine erste Frage war: Sind deine Ijazat irgendwo veröffentlicht? Also ich weiß nicht, ob ich ein bisschen zu emotional bin und daher so reagiere oder mich selbst angegriffen fühle, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat mich das ein bisschen aufgebracht. Also er fragt, ohne irgendeine Vorgeschichte, einfach nach den Ijazat, als ob er ein Inspektor ist, der hier irgendwie mich kontrollieren muss. Oder von einem Amt kommt, das für die Muslime zuständig ist und dem es um das Wohl der Muslime geht und der deswegen prüfen muss, was eine belanglose Person wie ich mit 2000 mickrigen Abonnenten auf YouTube und 6000 Abonnenten auf Facebook, von dem natürlich ein erheblicher Einfluss befürchtet wird. Er muss sich deswegen um das Wohl der Muslime kümmern. Selbst kennt er mich anscheinend nicht und hat auch kein Belangen, keine Frage, kein Anliegen, mit dem er sich an mich richtet. Also es geht ihm nicht um sich selbst. Er möchte nicht für sich Vertrauen finden, schaffen, sondern anscheinend für die Muslime. So, und es ist hier eine ganz witzige Sache, dass die meisten Leute von Ijazat reden und überhaupt keine Ahnung haben, was eigentlich eine Ijaza ist. Ich werde ein wenig darauf eingehen, weshalb eine Ijaza, zumindest eine Form der Ijaza, extrem belanglos ist. Sie ist belanglos geworden in unserer Zeit heute. Sie hat keinen wissenschaftlichen, didaktischen Wert mehr. Sie ist einfach nur noch Nostalgie und Tradition, die man versucht aufzubewahren, ja, eben weil es ein Teil unseres Erbes ist. Aber wissenschaftlich gesehen hat die Ijaza überhaupt keinen, zumindest wie gesagt, eine Form der Ijaza, die sogenannte Ijaza-Turiwaya, mit der sich so viele brüsten und sie präsentieren und vorzeigen. Diese Ijaza hat überhaupt keinen Wert und sagt überhaupt nichts über das Wissen einer Person aus. Auf jeden Fall, ich habe seine Frage nicht so ganz verstanden, was er denn genau möchte, und habe ihm dann gesagt, dass ich weiß nicht, was er mit der Ijaza meint. Meinte er meine Universitätsabschlüsse oder die klassischen Ijazat, der Riwaya oder der Diraya? Und ob er denn Kopien davon möchte? Er hat dann nicht genau geantwortet, was für Ijazat er meint, weil ich davon ausgehe, aber nicht weiß, welche Formen der Ijazat es gibt. Ich möchte ja nichts unterstellen, aber das ist auch immer so eine witzige Sache. Ich möchte nichts unterstellen. Also man unterstellt durchgehend jemandem etwas und dann beendet man den Satz damit, dass man nichts unterstellen möchte. Man möchte den Leuten etwas suggerieren, das ist ein Betrüger, der die Leute auf dem Arm nimmt mit seinen angeblichen Abschlüssen. Das sagt man natürlich nicht so. Man sagt, dass es verdächtig ist und so weiter. Und am Ende sagt man, dass man nichts unterstellen möchte. Man hat doch schon alles unterstellt. Auf jeden Fall, er hat mir dann vorgeschlagen, dass ich das veröffentliche. Und diesen netten Vorschlag habe ich abgelehnt, weil ich möchte mich nicht
befehligen lassen von jemandem, das zu tun. Vielleicht klingt das ein bisschen hochmütig, aber das ist so. Und dann hat er gemeint, warum ich das nicht machen kann. Und er sagte, du kannst doch von niemandem verlangen, dass er dir das alles abkauft. Und dann sagte er, kannst du mir wenigstens die Ijazah zeigen? Gut, dann habe ich ihn gefragt, möchtest du denn eine Frage stellen? Weil da man bittet ja jemanden um so etwas, wenn man sich von ihm beraten lassen möchte, oder? Oder sonst was. Also wenn du zu einem Arzt gehst und du bist dir nicht sicher, ob er wirklich ein Arzt ist, ja, dann wirst du danach fragen, weil du dich von ihm behandeln lassen möchtest. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir denn erklären, weil er so darauf beharrt, erklären kann, welchen akademischen, wissenschaftlichen Wert eine Ijazatul Riwaya hat. Und dann sagt er, er möchte, dass die Muslime vorsichtiger sind, von wem sie ihr Wissen nehmen. Also es geht ihm gar nicht um ihn selbst, sondern es geht ihm um die Muslime anscheinend. Ich habe ihm dann angeboten, weil, wie gesagt, ich sehe keinen Grund, dass ich die Sachen einfach ins Internet stelle und veröffentliche. Und ich habe ihm dann angeboten, dass er mich anruft über WhatsApp und dann können wir eine Videounterhaltung machen und ich zeige ihm, was er sehen möchte und erkläre ihm, warum diese Ijazat überhaupt gar keinen Wert haben. Also wie gesagt, sie haben keinen wissenschaftlichen Wert. Sie sagen nichts über das Wissen einer Person aus. Das wollte er anscheinend nicht, denn er hat dann wieder gefragt, was denn dagegen spricht, sie zu veröffentlichen. Und ja, auf jeden Fall habe ich ihm wieder empfohlen, dass wir uns unterhalten können und ich erkläre ihm dann das Ganze. Aber anscheinend wollte er es nicht, denn er hat ja irgendwann gesagt, dass ich sie wenigstens ihm zeigen kann. Das wollte ich ja dann machen, aber das hat ihm dann irgendwie nicht mehr gereicht. Ich habe das Gefühl, das ist nicht das erste Mal, dass man so etwas erlebt. Ich habe das Gefühl, dass manche Menschen einfach sich damit nicht abfinden können, dass andere etwas erreichen. Und das stört sie und sie wollen das nicht wahrhaben und deswegen müssen sie mit diesen Sticheleien. Also wenn er das mit der Absicht gemacht hat, aber ich möchte ihm ja nichts unterstellen, dass diese Rhetorik, diese witzige Rhetorik. Aber damit er und andere zufrieden sind, möchte ich euch hier ein paar Sachen zeigen. Und ich möchte aber vorher erklären, warum das eigentlich schwachsinnig ist und warum ich überhaupt keine Notwendigkeit sehe, das irgendwie auf Facebook oder auf unseren Webseiten zu veröffentlichen. Man verlangt ja auch sonst von niemand anderem, der irgendeinen Abschluss hat, dass er seine Abschlüsse ins Internet stellt. Ein Psychologe wird ja auch nicht auf seiner Webseite einen Reiter haben und da steht dann all meine Abzeichnungen und Abschlüsse. Aber warum das so unsinnig ist? Erstens, die Mehrheit der Muslime hier, ob sie arabischer Herkunft sind oder nicht, sprechen kein Arabisch. Und wenn sie Arabisch sprechen, dann sind es diese Dialekte, die teilweise so fern von der arabischen Sprache sind, dass man das gar nicht mehr Arabisch nennen kann, wie in den Maghreb-Staaten. Das heißt, es hätte gar keinen Sinn, das auf Arabisch zu veröffentlichen, weil die Mehrheit der Nutzer das eh nicht verstehen würden. Zweitens, nehmen wir an, ich veröffentliche jetzt die Ijazat, beispielsweise eine Ijazah in dem Buch Nuzhatun Nazar von Ibn Hajar. Hierin hat uns Sheikh Abdul Razzaq Al-Mahdi Al-Dimashqi unterrichtet, vom Anfang bis zum Ende, und hat uns dann die Ijazah der Qualifikation, nicht die Ijazah der Riwaya, also nicht die Ijazah der Überlieferung, einfach, dass ich das gehört habe, sondern die Ijazah der Diraya. Das bedeutet, dass man bescheinigt, dass die Person den Inhalt dieses Buches verinnerlicht hat und in der Lage ist, es ja nie sozusagen wieder abzurufen und zu verstehen. Jetzt hast du die Ijazah von dieser Person und kennst du diese Person? Die Menschen haben ein seltsames Verständnis von den Mashayikh, dass es drei oder vier Prominente auf der Welt sind,
zu denen irgendwie jeder Bezug des Wissens muss bei ihnen enden. Als ob es nur noch die saudische Halbinsel gibt mit ihren drei, vier Maschaich dort, die prominent sind, und auf der ganzen islamischen Welt gibt es nichts mehr. Al-Sheikh Muhammad al-Tayyib, bei dem ich einige Bücher studiert habe, ein Miskin aus dem Algerien, den kein Mensch kennt. Jetzt, wenn ich dir diesen Namen gebe, was machst du damit? Kannst du das irgendwie verifizieren? Du kannst damit nichts anfangen. Dann die andere Sache mit den Ijazat. Die meisten Ijazat, die die Leute haben und mit denen sie sich brüsten, das sind Ijazatu al-Riwaya. Das bedeutet, dass ein tradiertes Buch, ja, von jemandem gehört wird. Also beispielsweise nehmen wir an, wir machen hier eine Sitzung und wir lesen das Buch Khalq wa Af'al al-Ibad von al-Imam al-Bukhari. Ich habe das von jemandem gehört, der das mit seinem Isnad bis zu al-Bukhari zurückführt. So, wir lesen das, wir rattern dieses Buch runter, wie das üblich gemacht wird in diesen Sitzungen. Und am Ende gebe ich allen, die hier anwesend waren, hier, ihr könnt es über mich überliefern. Das heißt, du sagst so und so, wir haben bei so und so gehört, in diesen verschiedenen Ausdrucksformen, die du im Hadithun verwenden. Und dieser überliefert das von so und so bis zu Al-Bukhari. Und du hast kein Wort davon verstanden, Mech. Es ging einfach nur um das Lesen und Hören. Khalas, jetzt hast du eine Ijaza. Es ist sogar so, dass man Ijazat verteilen kann an Personen zu Büchern, die sie gar nicht gehört haben. Ich persönlich habe zum Beispiel alle Riwayat von einer Person, bei der ich nur ein einziges Buch gehört habe. Das heißt, ich kann über ihn Sahih Bukhari überliefern, Mesh, was ich von ihm aber gar nicht gehört habe. Kann mir jemand erklären, was das für einen wissenschaftlichen Wert hat? Nachdem die Bücher dieser Autoren verschriftlicht worden sind und vervielfacht worden sind und verifiziert worden sind, hat eine Ijaza dieser Art keinen wissenschaftlichen Wert mehr. Das heißt, die Verifizierung ist nicht davon abhängig. Tayyib, das dazu. Ja, sieh die, jetzt diese, das ist mein Bachelor-Abschluss, den habe ich extra eingerahmt und auf die Wand gehängt zur Motivation. Das ist wirklich motivierend, wenn man ein Erfolg, ja, etwas erfolgreich abgeschlossen hat und sich daran erinnert und sich motiviert. Hier, da kannst du auch testen, das Siegel ist echt. Kann natürlich auch gefälscht worden sein. Ja, auf der Rückseite ist der Stempel des Amtes für hohe Bildung. Was haben wir noch? Hier, darin wurde es mir ausgehändigt. Sieht auch nicht gefälscht aus, hoffe ich. Hier ist der Stempel. Das ist jetzt aber eine Kopie, muss ich sagen. Das ist von meinem Master. Hier ist der Siegel des Amtes. Hier, Master. قرر المجلس الأكاديمي بناء على الصلاحيات المخولة له منح الطالب هي مين نام رحيل ظفر درجة الماجستير في الفقه das Magister Magister im Fiqh. Mensch, das ist aber nur eine Kopie, das Original habe ich jetzt hier nicht. Hier kann man auch die Unterschriften sehen, kann natürlich auch gefälscht sein. Mensch, okay, was haben wir noch? Ja, das an hier. Das war meine Masterthesis. Mein Mentor war der Sheikh Salah Abdul Tawab Sa'dawi Sayyid, den kennt kein Mensch auf der Welt. Es ist irgendein Miskin, Professor in der Universität. Das war über das Thema, das ist meine eigene Version, auf der ich noch gearbeitet habe, die Fehlerstellen überarbeitet habe. Es geht hier übrigens um أثر فقه الجنايات في كف وتقليل جرائم الدماء. Der Einfluss oder die Auswirkung des Kriminalrechts im Fiqh oder der Beitrag des Kriminalrechts im Fiqh zur Bekämpfung und Verringerung von Kriminalität. Das war mein Thema aus der Fiqh-Perspektive und historischen Perspektive. Und ja, ich weiß nicht, was man jetzt damit anfangen möchte. Was möchte man jetzt damit anfangen?
Und wenn jemand noch oder wenn die Person noch mehr Wünsche hat, dann kann sie sich natürlich melden und dann können wir natürlich noch mal andere Dokumente betrachten, das was natürlich auch keinen Sinn macht, aber vielleicht erfüllt es den einen oder anderen. Also wie gesagt, dieses Video ist ein Schwachsinn. Aber ich werde es trotzdem veröffentlichen.